und herzlich willkommen auf meinem Kanal Katjas Welt. Abo nicht vergessen, Glocke nicht vergessen, Daumen nicht vergessen. Seht ihr das? Oh, so schön. Wir haben es umgetopft, ne? Und wir haben auch schon ein paar gegessen. Und dabei, weil ich abgepflückt habe, heute früh ist eine runtergefallen. Da seht ihr die. Hatte ich noch keine Zeit nochmal. Die muss ich gleich auch nochmal essen. Ich hatte euch ja versprochen, ein Video zu machen wegen den Wahlen. So. Ich kann da sowieso schon mal nichts zu sagen. Jetzt kommt die Enttäuschung. Oh, aber du hast doch. Gehen Tarik und Bekir wählen? Na klar gehen die wählen. Geht unsere Verwandtschaft in Deutschland wählen? Also türkische Seite, unsere Kinder, Julia weiß ich nicht. Na klar gehen die wählen. Dann wird das alles zugeschweißt und versiegelt. Dann wird das hierher geschickt und das wird dann am 14. Mai aufgemacht und mitgezählt. Die Stimmen aus Deutschland und egal woher. Ja, man kann ja auch woanders wählen. Jetzt Großbritannien und so, überall wo die Türken sind, die dürfen dann ja mitwählen. Also wie gesagt, ich persönlich kann ja nichts zu den Wahlen sagen, weil erstens verstehe ich die Sprache nicht. Zweitens verstehe ich deren Konzept nicht. Ich weiß zwar, wen ich wählen würde, wenn ich wählen dürfte, weil der Beki übersetzt mir ja viel. Ich selber übersetze mir auch Texte, aber ihr wisst ja, wie der Google-Übersetzer manchmal spinnt. Wir werden versuchen, also der Beki und der Tarik, die gehen erstmal morgens wählen oder mittags, weiß ich gar nicht. Beki hat das in seinem E-Devlet drin, wo er wählen darf. Wir haben bei Tarik geguckt. Jeder hat so hier seine Station, das ist eigentlich wie in Deutschland. Tarik ist ja 18, da stand jetzt noch nichts drin. Dann haben die beiden sich überlegt, Tarik sagt, ich will aber wählen. Und der geht jetzt mit und dann fragen die, warum das noch nicht im E-Devlet drin steht und ob er dann trotzdem wählen dürfte. Er ist ja Türke. Das wird der Weg hier, vielleicht gehe ich auch mit. Ich darf ja aber nicht wählen, aber ich kann ja damit hin. Ist ja nicht alles abgesperrt. Ich werde das aufnehmen oder der Beki wird das aufnehmen für euch. Wir werden auch vielleicht ein Video dann machen über die Wahlen. Vielleicht geht man auch live. Das wissen wir aber noch nicht. Wir müssen halt gucken, wie der Tag ist, was wir geplant haben, was wir machen. Manchmal möchte man und dann kommt doch was dazwischen oder man sagt, nee, heute gehe ich doch zum Strand oder Beki hat auf einmal Kundschaft oder so. Also versprechen können wir da jetzt wirklich nichts. Wir werden euch aber über die Wahlen auf den Laufenden halten, weil wie gesagt, ich als Deutsche, ja, kann dazu gar nichts sagen. Ich kann euch das auch nicht rüberbringen, wenn die da irgendwelche Reden im Fernsehen sagen. Ich könnte euch höchstens wiedergeben, was in den deutschen Medien erzählt wird. Und wir wissen ja, wie das ist, ne? Und wir haben sowieso kein deutsches Fernsehen. Wir haben nur türkische Programme. Also kann ich euch das gar nicht so viel, verstehe ich leider nicht. Ich kann da gar nichts zu sagen. Es ist nur der Beki, der da was zu sagen kann. Also seid gespannt. Am 14. Mai... Entweder laden wir da abends was hoch oder spät nachts oder wir gehen, wenn es richtig spannend ist, mal kurz live aus dem Wohnzimmer und lassen euch teilhaben und der Beki kann euch dann direkt übersetzen, was natürlich richtig spannend wäre, ne? Wenn der da sitzen würde, die erzählen auf Türkisch und ihr kriegt umsonst eine Übersetzung und er übersetzt euch das alles so wortwörtlich, wie die das da so wiedergeben. Weil wir Deutschen dürfen uns da so gar nicht... Ja, wie soll ich das erklären? Ich kann da viel erzählen, wenn der Tag lang ist. Ich kann euch auch erzählen, für wen ich bin. Oder warum. Das werde ich euch aber nach den Wahlen sagen. Ihr habt erstmal einen schönen Tag. Das war's jetzt. Das wird ein kürzeres Video. Wie gesagt, die beiden gehen am 14. wählen. Ab 9. bis 9.5. darf man ja in Deutschland noch wählen. Die türkischen Wahllokale, da gibt es besondere... Orte, mir ist das Wort nicht auf Deutsch eingefallen, besondere Orte, wo man dann wählen darf oder wählen kann als türkischer Staatsbürger. Bitte macht das, falls ihr mich schaut. Lasst mal euren Kommentar da unten, ob ich überhaupt was dazu sagen könnte.
Beziehungsweise, ob ihr wollt, ob der Beke jetzt nur ein Video macht oder ob er live gehen soll zu den Wahlen und euch dann so übersetzen soll, was da abgeht, was die erzählen, wie die Stimmen sind, wie die alle gelaunt sind und was da so erzählt wird in den türkischen Nachrichten. Denn viele, die hier leben, können ja kein Türkisch oder nur wenig Türkisch oder ein bisschen Türkisch, so wie ich. Und deswegen, so, es langt. Ich wollte eigentlich nur ein 2-Minuten-Video machen, gucke gerade, es ist schon fast 6 Minuten. Euch einen schönen Tag. Abo nicht vergessen, Glocke nicht vergessen, Daumen nicht vergessen, Kommentar runter, was wollt ihr? Wollt ihr einen Livestream, wo Bekir macht? Oder wollt ihr abends nur ein Video mit der ganzen Zusammenfassung? Es steht euch offen. Was immer ihr drunter schreibt, werde ich dann Beke erzählen. Und mal schauen, ob er da überhaupt Lust zu hat. Was ich schon denke. Bis denn. Ciao, ciao.